Ich habe gerade mal in mein Handy geschaut, bevor ich hier hochkam. Und Sie könnten jetzt das verfolgen, dass in diesem Moment, real-time, der Mix des deutschen Stroms im Netzes, den ich jetzt habe, wenn ich heute Abend in München mein Elektroauto lade. So, dann verursacht das 736 Gramm CO2, eine Kilowattstunde Strom. Break-even zum Diesel, zu einem modernen Diesel, ist bei 400. Das heißt, wer heute Abend sein Elektroauto in Deutschland lädt, wird morgen beim Fahren fast doppelt so viel CO2-Footprint in der Umgebung hinterlassen wie ein Diesel. Und da frage ich mich, wie kann es sein, solange der Strom so schmutzig ist, dass wir Milliardensubventionen für das Elektroauto ausgeben, angeblich wegen Klima?